Und damit herzlich willkommen zum nächsten GTA-Video. Beim letzten Mal haben wir die letzte Mission in Las Venturas gemacht, wo wir Mad Dogs Villa zurückerobert haben, die ja von den Barcos, glaube ich, besetzt worden war. Okay, streng genommen war die Mission eigentlich gar nicht mehr in Las Venturas, nur die hat nur in Las Venturas angefangen. Gemacht haben wir sie aber in Los Santos hier bei Mad Dogs Villa und da sind wir jetzt, haben jetzt auch einen neuen Speicherplatz bekommen. Und das war eigentlich ganz clever von mir gewesen, dass ich erst den Casino-Überfall gemacht habe und dann die Mission gemacht habe. Weil wenn ich es umgekehrt gemacht hätte, hätte ich jetzt den ganzen Weg nochmal nach Las Venturas zurückfahren müssen, um noch den Casino-Überfall durchzuführen. So bin ich jetzt direkt schon vor Ort und kann jetzt quasi schon die nächste Mission beginnen. Und das ist doch relativ praktisch, oder? Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Auf geht's. Vertical Bird. Come on. You please leave yourself alone. Come on. Here. Come on. Oh, fuck. Oh, you mank mongrel. Oh, sorry. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Amber? That groupie loved it. That wasn't a groupie. That was a roadie. But she had great tits. Man tits. They were man tits. Hey, what happened? Hey, what the sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with us, Flo. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f... What's Torino, this? Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last string. Hold up, mate. Me, okay? Look, hold up, one second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Now I'm eating things. Fuck me! Hey, I gotta get out of here. You got this? Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. Right, my name goes, sunshine. Yeah, sweet ass. Come on, you having that, Mac? You having that? I'm gonna die in the eye of the storm. That's my death. Er wippt zumindest mit, also gehe ich davon aus, ihm gefällt's. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Yeah, well, that's not important right now. I'll bring you up to speed on the way. Get in. Oh, Torino gibt's also auch noch. Und er fährt uns gleich irgendwo hin. Das ist ja Weltklasse. How long is this gonna take? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh man, you shitting. Would I shit you, Carl? There's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you briefed as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob and a bologna sandwich. Roller coaster! Befinden sich eine Pistole mit Schalldämpfer und ein Messer. Ich bräuchte vielleicht aber auch noch mal eine kugelsichere Weste, wenn ich irgendwo was stehlen muss, wie ich das verstanden habe. Deswegen schaue ich jetzt gerade mal schnell auf die Map, wo hier ein Ammunition ist in der Nähe. Hoffentlich ist hier irgendwo einer. Ich vermute fast nicht. Ah doch, das ist ja noch relativ erreichbar. Da fahren wir da jetzt schnell mal hin. Aber das überspringe ich, das zeige ich euch jetzt nicht. Und dann kehre ich wieder an den Ort zurück. Ich denke mal, ich habe hier irgendwie keine Zeitbegrenzung, wie ich das hier ausführen muss. Also, bis gleich! So, den Umweg zu Ammunition nochmal genommen und jetzt, und noch ein paar Waffen übrigens noch geholt, da im M4 nochmal aufgeladen, das muss ja dazugehören. Die habe ich in der letzten Mission, habe ich dir ja sowas von verballert, das war ja unnormal gewesen. Aber jetzt auf geht's zur Mission. Ja, CJ, gehst du mal aufs Boot? So. Okay, Carl, the ship is moored in the Easter Basin Naval Base. Du musst zu dem Schiff, natürlich. Fahren wir mal ein bisschen Bootchen. Haben wir ja auch noch nicht so oft gemacht. Gut, wir haben die Bootsfahrschule gemacht. Aber so oft haben wir jetzt eigentlich auch noch nicht so, Boot. Sneak in the back without being seen. Once you're on the inside, I cannot help you. Well, can you help me now? Well, no. Actually, no. Oh, sie machen mir sogar die Tür. Ach so, da sind Soldaten drauf. Okay, dann schwimmen wir mal, oder? Wie ich sagen. Bin ich jetzt mal gespannt, wie wir da jetzt vorgehen müssen.
Wir dürfen nicht gesehen werden. Und wenn ich doch gesehen werde, gibt es wahrscheinlich eine Schießerei. Und selbst da kann mir nichts passieren eigentlich, oder? Also von daher... Okay, warte, Moment. Ich will nur schon mal die Waffe zur Hand nehmen. Schießen im Wasser kann man ja leider nicht, soweit ich weiß, oder? Da stehen zumindest schon mal ein paar. Ja gut, dann mache ich mich schon mal rein, ne? Okay, was passiert jetzt? Ich finde den Grund, um die SAM-Abschussvorrichtung abzuschalten. Okay. Genau einen der Militärjets. Uiuiuiui, jetzt wird's ja interessant. Versuche die Waren nicht zu alarmieren. Mache ich aber. Ich weiß, wie ungefährlich diese Soldaten sind. Von daher. Kann ich da eigentlich rumballern, oder? Ich habe ja schon genug Erfahrung gemacht hier mit den Soldaten. Von daher. Oder ich schleiche mich hier irgendwie durch, aber das mit dem Rumschleichen ist auch so eine gefährliche Geschichte, wisst ihr? Da muss man immer auf Obacht sein. Und ich habe ja irgendwie jetzt meine Waffen abgenommen bekommen. Von daher kann ich das eigentlich so machen, oder? Was stand da jetzt? Egal. Ist ein Alarmzustand, okay. Ja, die wissen jetzt, dass ich da bin, aber ist mir egal. Jetzt muss ich einfach nur mich durchkämpfen, aber das kenne ich ja bereits schon. Okay, der ist sogar ungefährlich, der Typ. Der Typ war sogar ungefährlich. Den hätte ich gar nicht erschießen müssen. So, wir gehen jetzt hier ganz entspannt vor. Ich habe keinen Stress. Ich habe keine Zeitbegrenzung oder irgendwie. Von daher ganz entspannt vorgehen hier. Geht's weiter hier rein, oder? Anscheinend hier geht's rein. Ist hier jemand? Nein, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal ganz vorsichtig die Treppe hoch. Ich bin jetzt die Ruhe in Person einfach. Okay, ich habe die Hälfte der Rüstung schon wieder verloren, scheiße. Das war keine gute Entscheidung. Vielleicht doch hier so Rabatt zu machen. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es mir auch für mich irgendwann mal eine kugelsichere Weste, aber man geht ja eigentlich an dem Fall davon aus, dass man unentdeckt bleibt und dass man eigentlich kein Leben verliert, aber ich weiß es nicht. Kann man mal diesen Alarmton da ausstellen, der nervt mich irgendwie. Thank you.
Da hinten muss ich auch schon hin, also habe ich doch schon mein Ziel erreicht, wo ich hin wollte. Aktuell wird mir auch nur ein Soldat unten angezeigt. So, da muss ich ja schon hin. Klau einen der Militärjets. Ah ja, okay. Jetzt haben wir die Abschussvorrichtung, glaube ich, schon abgeschaltet dadurch. Also das haben wir jetzt schon mal verhindert, dass sie uns dann abballern in der Luft. Okay, er ist ungefährlich, er duckt sich weg. Dann sind wir auch so fair und erschießen ihn nicht. Snackautomaten, aber ich glaube dadurch erhöht sich meine Rüstung nicht, ne? Ne, keine Chance. Schade, ich dachte, da erhöht sich die Rüstung. Ich glaube nur die Lebensanzeige wird dadurch erhöht. Glaube ich. Muss ich jetzt eigentlich weiter? Muss ich jetzt weiter nach oben, oder? Das ist doch irgendein Fall. Wo läuft der denn rum? Der läuft unter mir, oder wo? Der irritiert mich so ein bisschen da unten auf der Karte. Warum sehe ich hier eigentlich nicht? Ich habe doch auch mein Nachtsichtgerät, oder? Es ist so dunkel hier, man sieht hier überhaupt nichts. Dadurch... Wow, Hilfe! Scheiße! Wo kommt er denn jetzt her? Super. Außer Gefecht. Er hat mich so überrascht, Alter. Dieses Arschloch, Mann. Wo kommt er jetzt auf einmal her? Mist. Toll. Ja, das ist in diese Überraschungsmomente dann. Ich war halt sowas von unvorbereitet. Ich habe das Nachtsichtgerät irgendwie aufgezogen und dadurch hat er mich jetzt dann total aus dem Konzept gebracht. Ich würde mal sagen, das machen wir jetzt noch einmal. Und ich spule dann so weit vor, dass wir uns dann wieder gleich in dem Schiff dann wieder befinden, soweit wie ich eben dran war. Ne? Bis gleich. So, Freunde, jetzt bin ich mal wieder hier angelangt. Ich habe sogar jetzt noch weniger an Rüstung verloren. Und jetzt weiß ich ja ungefähr, was mich erwartet, dass da jetzt gleich so ein Überraschungseffekt kommt. Weil das war nämlich eben dieser Überraschungseffekt gewesen. Man wusste nicht, dass einer kommt und auf einmal wupp. Und ich war gerade mit diesem komischen Nachtsichtgerät da beschäftigt. Und das hat mir irgendwie eh nichts gebracht. Von daher... So, wo ist der Spezi jetzt da unten? Ich sehe ihn doch da unten auf der Karte. Wo ist der denn? Ich will ihn erstmal erledigen. Wo ist der Typ denn? Der muss doch irgendwo sein. Der unter mir. Okay, ich will ihn nicht weiter damit mit dem aufhalten. Da haben wir ihn. Seht ihr, der kommt da angeschlichen aus dem Nichts. Und da ist der Nächste. Wow. Die kommen aus dem Nichts auf einmal an. Du weißt nicht, die sind unberechenbar. Du weißt nicht, wo die sind.
So, wo müssen wir jetzt hin? Nächste Station. Ah gut, das ist die Abschussvorrichtung, die haben wir hier ausgeschaltet. Jetzt müssen wir jetzt noch zum Chat klauen, das eigentliche Ziel hier. Ach, da unten. Das eigentliche Ziel von unserer Expedition hier. Bewacht das irgendjemand noch da unten? Aber sonst würde es nicht, wäre ja so freundlich und würde es mir auf der Karte anzeigen. Das wird ja jetzt interessant werden. Ja. Was benutzt die Nummer 2? Okay, das ist eine sehr gewöhnungsbedürftige Steuerung gerade. Ja. Sehr gewöhnungsbedürftig das Ganze hier. Sag ich mal so, ne? Es war letztendlich... Ach nö, oder? Ey, was soll ich zerstören? Boah, es lässt sich so spiegelhaft steuern, das Ding. Das ist ein bisschen das Problem. Da lässt sich ja jeder Heli oder jedes Flugzeug einfacher steuern als das Ding hier, Alter. Hilfe! Was muss ich jetzt machen? Ich hab's noch nicht genau verstanden. Hey, was? Wir nutzen nur noch, um die Triebwerke in Schlägeflugposition zu bringen. Hey, was? Okay, da muss ich mich erstmal dran... Boah, was ist das für eine Steuerung, Alter? Wer hat sich die denn ausgedacht, Mann? Scheiße. Hilfe! Boah! Ja, da muss ich mich erstmal hier... was will der jetzt wissen? Ich hab natürlich auch verstanden, was der jetzt von einem will. Naja, Torino und seine Mission waren nie ein Kinderspiel gewesen. Oh. Was? Halte STGR gedrückt, um die Zielerfassung auf und drück dann, um zu... Oh nee, das ist diese Steuerung aus der Luft. Damals auch in der Flugschule haben wir das ja auch gemacht. Oh nein, das habe ich damals schon gehasst. Oh nein. Steuerung rechts. Oh Leute. Chat zerstört, ja. Super. Die Steuerung ist ja echt weltmeisterlich. Kann man diese Chats denn irgendwie anders zerstören? Alter Mann. Wer hat sich das denn ausgedacht? Okay, das müssen wir natürlich nochmal machen. Bis gleich. So, Freunde, ich habe ein bisschen vorgespult. Ja, und wie soll ich sagen, ja?
Ich habe mir was ausgedacht. Und was ich mir ausgedacht habe, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Das ist mal wieder was aus meiner Überraschungskiste. Wie löse ich am einfachsten Missionen? Ihr werdet es gleich sehen. Dafür werde ich wahrscheinlich wieder als total kreativ abgestempelt. Und seht jetzt einfach zu, was ich jetzt gleich mache. Wie ich jetzt hier im Schiff drin vorgehe, das habt ihr ja im Prinzip schon gesehen eigentlich. Das wisst ihr ja schon. Aber macht euch auf jeden Fall gefasst für auf jeden Fall wieder eine geniale Idee aus Bastitas Trickkiste. Das müsst ihr euch jetzt auf jeden Fall anschauen. So, aber hier drin ist ja jetzt nichts Neues, das habe ich euch ja schon beim... Eben habt ihr ja schon gesehen, wie man ja da vorgeht. Das habt ihr ja eben im Prinzip schon gesehen. Das ist ja jetzt nichts Neues. Nur gucken, dass ich jetzt nicht wie von diesen Soldaten da überrascht werde. Aber ansonsten ist alles in Butter, glaube ich. Wow, Hilfe. Zack, das war knapp. Scheiße. Ich hätte mir natürlich auch noch Rüstung holen müssen. Ich muss dazu sagen, zwischen der ersten Sequenz, die ihr jetzt eben gesehen habt, und jetzt diese Sequenz liegen ein paar Wochen, ich will sogar fast einen Monat sagen, liegt dazwischen, als ich das aufgenommen habe. Ich habe das damals mit angefangen und habe es dann irgendwie abgebrochen. Und jetzt habe ich mich mal wieder dazu bewegt, GTA aufzunehmen. Das ist jetzt, wie gesagt, schon eine längere Zeit her, also ich kann mich nicht so ganz wirklich dran erinnern, was jetzt hier schon alles passiert ist. Also, das entschuldigt mir jetzt schon mal. Deswegen gehe ich vielleicht etwas unvorbereitet jetzt hier in die ganze Sache rein. Kann vielleicht auch lustig werden. Naja, gut. Ihr wisst, was ich meine. Den Kollegen habe ich schon mal von Weitem entfernt, das ist gut. Ja, und dazu gesagt, jetzt wo ich dann auch, es gibt wieder GTA-Videos, ich habe ja lange jetzt wirklich nichts mehr gebracht, ne? Im neuen Jahr sowieso nicht. Ich glaube, einen der Militärchats ist ja eigentlich egal, oder? Ich glaube schon, oder? Ich nehme einfach den jetzt, komm. Ist ja jetzt eigentlich egal. Denn mit dieser Hydra werde ich so ohnehin nicht viel machen. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Was ich jetzt wieder für einen genialen Plan habe. Das ist wieder... ich sag lieber nicht. Jetzt will ich mir erst mal, warte mal, was markieren auf der Karte. Moment. Wo war denn der Flugplatz gewesen? Sperrgebiet. Oh ne, da will ich nicht hin. Hier ist der Flugplatz, da will ich hin. Da fliege ich jetzt erst mal hin. Gut, jetzt kommen diese Verfolger da. Das Kuriose bei diesem
couple, probably. Now make your way to the flotilla and sink the fuckers. Das Kuriose bei diesen Gegnern da, die schalten sich teilweise gegenseitig selber aus. Guck, kein Set zerstört, die schalten sich gegenseitig aus, ob das irgendein Bug ist oder so, aber es ist fast immer so. So, jetzt habe ich jetzt wirklich nur noch einen einzigen Gegner am Nacken. Das ist schon ein bisschen kurios, ne? So, ich muss aufpassen, dass ich jetzt ins Sperrgebiet fliege. Shit. Der hat mich voll getroffen jetzt, der eine noch. Der eine, der übrig geblieben ist. Okay, alles sind zerstört, Gott sei Dank. Sonst wäre es mir jetzt ein bisschen gefährlich geworden, die ganze Geschichte. So, ich muss jetzt gucken, dass ich natürlich das Sperrgebiet fliege, weil das wäre jetzt auch mal so ein Fehler, den ich machen kann. Die Steuerung halt von dem Ding ist ja schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ne? Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Ja, ich kann ja schon so langsam mal meinen Plan schildern. Meine Aufgabe ist jetzt, diese drei Boote da aus der Luft zu treffen mit diesem komischen Ding hier. Und wenn ihr das in der Flugschule gesehen habt damals, aus der Luft irgendwelche Ziele am Boden zu treffen, das ist verdammt schwierig. Und deswegen habe ich mich dazu zu einer alternativen Lösung hinreißen lassen. Und welche das sein wird, das werdet ihr gleich sehen. Denn ich mache es jetzt so, dass ich diese Hydra auf dem Flugplatz abstelle. Auf dem Flugplatz aus diesem Grund, weil ich da auch zum einen Platz habe, dieses Gefährt da unterzustellen und auch genug Platz habe, um zum Rangieren zu können. Und zum anderen, weil das dann auch das Ziel der Mission ist. Das heißt, zum Ende der Mission muss ich so ohnehin dahin fahren. Dahin fliegen. Von daher habe ich mir da auch schon mal ein bisschen was gespart. Und deswegen fliege ich jetzt hier zum Flugplatz, wo ich jetzt schon angelangt bin. Jetzt muss ich mal langsam zur Landung hier einsetzen. Und dann, ja, und dann, Freunde, dann erledigen wir diese Boote ganz einfach. Mit einem ganz einfachen Trick. So. Die Punkte werden mir weiterhin unten angezeigt. Ihr seht die Dreiecke. Und jetzt habe ich im Prinzip verschiedene Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier diesen Heli nehmen. Ich kann mein Jetpack nehmen, das hier auch verstaut ist. Ich kann auch das Bike nehmen. Das ist völlig egal. Ich nehme jetzt einfach mal das Bike da, weil es da so schön steht. Hol mir hier gerade noch die Kohle ab, wenn wir schon mal hier sind. Ich nehme mir das Bike und fahre jetzt zu den Booten hin. Und dann mache ich es ganz einfach. Ich schwimme zu den einzelnen Booten drauf. Das Problem ist, auf dem Boden ist gar kein Typ drauf, der mich irgendwie abfeuern könnte. Und das heißt jetzt einfach für mich, ich platziere jetzt einfach auf den Boden die Bomben und lasse die alle zusammen hochsprengen. Und so muss ich mich nicht damit rumschlagen, irgendwie in der Luft diese Boote zu treffen. Und dann noch mit dieser ekelhaften Steuerung, wo ich mich sowieso mit schwer getan habe. Aber das ist wirklich eine ganz einfache Lösung, die ihr da anwenden könnt. Also wenn ihr mal keinen Bock da so drauf habt, ne? Dann nehmt einfach diese. Das ist echt eine geniale Idee und da bin ich wirklich drauf gekommen, das steht in keinem GTA-Wiki. Das könnten sie vielleicht mal ins GTA-Wiki dann aufnehmen mit dieser Idee, wer keinen Bock hat zu fliegen. Die sollten dann vielleicht das aufnehmen. Ist ihr Sperrgebiet? Nee. Die sollten vielleicht mal das dann aufnehmen, wenn sie das hier sehen. Also wirklich eine lustige Idee, die ich jetzt hier vorhabe. So, hier müssen wir hin. Und wie gesagt, ich habe hier Bomben, nehmt ihr hier einfach diese Rucksackbomben. Die könnt ihr euch ganz einfach bei Ammunition kaufen. Die sind zwar nicht ganz so billig, aber trotzdem ist das vorteilhaft. Und dann schwimmt ihr zu jedem einzelnen Boot und platziert einfach, guck, ihr seht, hier ist keiner drauf.
Das ist schon ein bisschen verrückt. So, das schickt schon. Und das schickt schon, ne? Den wollte ich da nicht platzieren. Und dann verteilt ihr ganz einfach die Bomben auf die einzelnen Schiffe und lasst es am Ende einfach gemeinsam hochsprengen. Und dann habt ihr das ruckzuck erledigt. Also, warum sich in der Luft rumquälen, wenn es doch die Lösung einfach so einfach ist? Oh, Moment. Jetzt muss ich mich gerade mal hier festsaugen, so. Zack. So, jetzt müssen wir noch da hinten hin schwimmen, da sind noch zwei. Es ist zwar ein bisschen zeitaufwendiger, aber vielleicht effektiver, ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt so für mich gefunden, diese Methode. Oh, ich verliere Muskeln, scheiße. So, zack. Jetzt haben wir noch. Da hängt die Bombe und jetzt noch hier hinten das hintere Boot hier. Und dann haben wir es, Freunde. Dann haben wir es geschafft. Dann muss ich mich nur noch an einen sicheren Ort stellen. Und das Ganze in die Luft gehen lassen. Ja. Stelle ich mich jetzt einfach auf den Hügel hier, würde ich sagen. Und beobachte das Ganze dann mal. Und dann müsste ich nur rauskommen. Na, geht doch. So. Ja, dann lassen wir es mal in die Luft gehen, ne? You see? Child's play. Fuck you, Torino! I never want to go through this again! I think I'm a Earl! Oh, what a big wine. You want some cheese with that wine? Hey, you were spectacular. You know what? I'm beginning to think my little Carl's a double agent. Ooh. Shut up, Torino! Where you want this thing? What thing? I don't know what you're talking about. You stole it. Got nothing to do with me. I don't know what you're talking about. See you around. Torino! Torino! Shit! Vor allem, über was spricht jetzt DJ da mit Torino, ne? Tja, auf diese Gegebenheiten war GTA einfach nicht eingestellt gewesen darauf. So. Jetzt habe ich noch aus Versehen eine Bombe abgeworfen, scheiße. Das wollte ich nicht. So, hoffentlich steht hier mein Bike noch irgendwo, damit ich wieder zurückfahren kann. Ich sehe da übrigens auch eine kugelsichere Weste rumschwirren. Die schnappe ich mir jetzt auch schnell mal. Die hätte ich eben vor beim Start der Mission irgendwie noch holen müssen. Mein Bike ist nicht mehr da. Naja gut, dann muss ich mir ein anderes Fahrzeug suchen. Ich hoffe, hier kommt ein Auto vorbei. Hier ist ja auch tote Hose hier, oder was ist hier los? Aber ich sehe da noch eine Freeway stehen, Gott sei Dank. Zwei herrenlose Freeways, Dankeschön. Ja, und dann fahren wir ganz entspannt zurück und dann habe ich diese Mission auf den einfachsten Weg geschafft. Wer hätte das gedacht? Beziehungsweise geschafft habe ich es noch nicht. Jetzt muss ich, glaube ich, noch diese Hydra da irgendwie in der Markierung landen. Und dann habe ich es aber geschafft. Dann müsste ich es aber geschafft haben.
So, genau, da muss ich jetzt noch rein. Da muss ich mit dem Ding jetzt noch reinrollen. Das sollte doch hoffentlich kein Problem darstellen. Ach, jetzt muss ich noch den Hangar steuern, genau. Rein denn? Da rein oder? Ah ja. Okay. Wird nun immer in diesem Hangar verfügbar sein und $50.000 gibt es auch noch oben drauf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war jetzt wichtig. Ja, ich würde mal sagen, dann beende ich jetzt auch die Folge. Jetzt gibt es mal wieder GTA und ich werde das jetzt auch kontinuierlich durchziehen. Es ist ja nicht mehr lang hier. Dann haben wir auch dieses Projekt beendet. Ja, also ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir da machen. Vielleicht kleide ich mich mal neu ein, das kann ich mir auch mal wieder gönnen, neue Klamotten hier, weil es gibt irgendwie noch ein neues Modegeschäft, wo ich noch nicht drin war. Oder wir machen auch mal wieder eine Nebenmission, aber welche Nebenmission kann ich überhaupt machen? Was wollte ich eigentlich noch machen? Das muss ich alles mal abchecken und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!